Bei seinem aktuellen Buch wollte der Journalist und Sachbuchautor Dirk von Gehlen etwas Neues ausprobieren. Er wollte sein Buch unter einer sogenannten Creative Commons Lizenz veröffentlichen. Bei diesen Lizenzen kann der Autor zum Beispiel entscheiden, dass sein Buch unter bestimmten Bedingungen frei kopiert und als E-Book im Internet weitergegeben werden darf. Die Hoffnung ist, dass mehr Leute über dieses Buch reden. Und je mehr Menschen Kontakt mit diesem Buch haben, umso mehr werden es dann hoffentlich auch kaufen, so dass es für den Verlag und für mich als Autor sich vielleicht auch finanziell lohnt. Creative Commons Lizenzen gibt es seit 2002. Erfunden hat sie der Juraprofessor Lawrence Lessig in den USA. Seine Idee: Wenn ein Urheber jemand anderem verbieten kann, ein Buch oder einen Film zu kopieren oder Teile daraus zu verwenden, dann kann der Urheber genau das auch erlauben. Also entwickelte er ein rechtliches Baukastensystem, mit dem ein Urheber solche Entscheidungen treffen kann. In welcher Form darf das Werk kopiert werden? Dürfen Teile daraus weiterverwendet werden? Zum Beispiel Textauszüge für Lehrbücher oder Anthologien? Darf es kommerziell oder nur nicht kommerziell weiterverwendet werden? Diese Entscheidungen wollte Dirk von Gehlen selbst treffen. Doch für seinen Buchverlag war das völliges Neuland. Das Schockierende ist, dass wir das überhaupt noch nicht ausprobiert haben. Es gibt diese Lizenzen seit über 10 Jahren. Und wenn man in den deutschen Verlagsbranchen guckt, dann wissen die Leute überhaupt nicht, wie es funktioniert. Im Internet wird Creative Commons häufig genutzt. Das bekannteste Beispiel ist das Internetlexikon Wikipedia. Alle Artikel dürfen kopiert, verändert und kommerziell weiterverwendet werden. Und einige Musiker und Dokumentarfilmer arbeiten ebenfalls mit Creative Commons Lizenzen. Und auch der elektrische Reporter. Häufig wählen die Kreativen eine Lizenzvariante, mit der das Kopieren zwar erlaubt ist, nicht aber das kommerzielle Weiterverbreiten. Manche finden die vielen unterschiedlichen Lizenzen unübersichtlich. Und vielen Internetbewohnern ist nicht klar, wann genau eine Nutzung kommerziell oder nicht kommerziell ist. Ist es etwa schon eine kommerzielle Weiterverbreitung, wenn der Text in einem Blog erscheint, in dem auch Werbeanzeigen zu sehen sind? Rechtlich eindeutig geklärt ist das alles noch nicht. Für den Wirtschaftswissenschaftler Leonard Dobusch steht Creative Commons aber vor einem viel größeren Problem. Außerhalb des Netzes ist es fast unbekannt. Es ist sicher so, dass Creative Commons noch nicht im Mainstream angekommen ist und immer noch etwas ist für Leute, die zum Beispiel darauf angewiesen sind, dass sie auch legal handeln, wenn sie ihre Werke frei im Internet zur Verfügung stellen. Vor allem Lehrkräfte an Universitäten und an Schulen oder auch Leute, die im staatsnahen Bereich tätig sind. Auch die meisten Wissenschaftsverlage veröffentlichen nach wie vor mit dem gängigen Urheberrecht. Nicht so der Berliner De Gruyter Verlag. Seit Anfang 2013 veröffentlicht das traditionsreiche Verlagshaus einen großen Teil seiner regelmäßigen Wissenschaftspublikationen unter Creative Commons. Verlagsleiter Sven Fund sieht die Aufgabe seines Verlages vor allem darin, dass diese Bücher eine möglichst weite Verbreitung finden sollen. Ich bin überzeugt davon, dass Verlage nur dann eine Zukunft haben, wenn sie sich als Dienstleister verstehen und nicht als Rechteinhaber, die stückchenweise Informationen an die weitergeben, die dafür bezahlen. Aber gilt das auch bei Belletristik und Sachbüchern? Im Gegensatz zu Wissenschaftlern finanzieren sich diese Autoren und Verlage hauptsächlich durch den Verkauf der Bücher. Oft zahlen Verlage Vorschüsse, damit die Autoren schreiben können. Christian Sprang vom Börsenverein des deutschen Buchhandels bezweifelt daher, dass Schriftsteller bald ihre Romane mit CC-Lizenzen veröffentlichen werden. Trotz der vielen Vorteile. Und obwohl es für Schriftsteller immer schwerer wird, Geld zu verdienen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man es auf den traditionellen Weg kann, ist momentan aus Sicht der meisten Autoren einfach doch noch deutlich größer. Weil es keine erprobten Fälle gibt dafür, dass man jemals mit einer Creative Commons Lizenz wirklich nennenswert Geld verdienen kann. Bisher gibt es so gut wie keine namhaften Schriftsteller oder Musiker, die unter Creative Commons veröffentlichen. Es gibt auch keine Studien, die belegen, dass Künstler trotz oder gerade wegen Creative Commons Geld mit ihren Veröffentlichungen verdienen. Dirk von Gehlen will daher mit seinem Buch einen Anfang machen. Was ich nicht verstehe, ist, dass man dieses Wagnis nicht eingeht. Es wird auch Experimente geben, wo das vielleicht nicht klappt. Ich glaube, dass wir Creative Commons Lizenzen in viel, viel größeren Bereichen sehen werden. Doch das wird nur passieren, wenn mehr Autoren ihre Verlage dazu drängen, unter Creative Commons zu veröffentlichen. Die wenigsten Verlage werden sich aus freien Stücken auf solche Experimente einlassen. Zumindest, solange es keine wirkliche Erfolgsgeschichte gibt.